Yo, Graugram, man, hier ist straight out of World of Warplanes. Ich bin so fleißig, dass ich jetzt im Flugzeug cruise, yo. Meine Damen und Herren, hier spricht Graugraman und herzlich willkommen zur ersten Let's Play-Folge zum zweiten Teil der World of Trilogie von Wargaming, und zwar World of Warplanes. In der Welt der Kriegsflugzeuge geht es ziemlich ähnlich wie in World of Tanks zu, was das ganze Design und das Spielprinzip angeht. Zu den Unterschieden gehören, dass man auch gegen computergesteuerte Gegner spielen kann und man andere Taktiken anwenden muss. Welche genau, das habe ich allerdings noch nicht so wirklich rausgefunden. Es ist einfach alles ein bisschen chaotischer, was daran liegt, dass Flugzeuge eben doch ein wenig mobiler als Panzer sind. Ja, jetzt erstmal ein bisschen was zu diesem Flugzeug hier. Dieser Doppeldecker bzw. Anderthalbdecker ist ein Bulgakov I-5. Das Standardjagdflugzeug der sowjetischen Luftstreitkräfte von 1930 bis 1936, wovon genau 803 Stück gebaut wurden und das teilweise noch im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde. Der erste Prototyp des Flugzeugs hieß übrigens WT-11, wobei WT für Внутреннее Тюрьма steht, was so viel wie internes Gefängnis bedeutet. Das hat damit zu tun, dass die Konstrukteure des Flugzeuges, Polikarpov und Grigorovich, das Flugzeug in Gefangenschaft entwickelt haben. Ja, Polikarpov war ein Jahr unter Arrest und Grigorovich 3 Jahre. Wieso genau, das kann ich euch nicht sagen, aber es könnte damit zu tun haben, dass beide noch unter dem Zar als Konstrukteure gedient haben. Und ja, der Zar war eben das Feindbild Nummer 1 der Bolschewiken bzw. der sowjetischen Regierung der damaligen Zeit. Und ja, starten wir einfach mal direkt ins Gefecht. So, wir landen im Hafen. Und alter Falter, ich hatte eben schon ein Gefecht gemacht. Lief ziemlich gut, war ein Sieg mit einem Kill. Ist für mich nicht schlecht. Ja, und natürlich musste wieder irgendwas sein. Ich habe bemerkt, dass ich das Aufnahmeprogramm nicht... Aufnahmeprogramm ausgeschaltet hatte. Ja, wie auch immer. Irgendwas muss halt immer sein. Na dann. Auf geht's ins Gefecht. Und ja, wenn ihr dieses Let's Play anschauen wollt, um ein bisschen was zu lernen, was dieses Spiel angeht, dann muss ich euch leider enttäuschen. Denn ich besitze World of Warplanes zwar schon seit der Closed Beta, habe ich auch so ein kleines Abzeichen, aber so wirklich können tue ich es bis heute nicht. Hatte auch eine längere Spielpause. Das Spiel wurde ein bisschen vernachlässigt in der Zeit, als World of Warships entwickelt wurde. Der dritte Teil der Wargaming-Trilogie. Aber ich bin zuversichtlich, dass da sich in Zukunft auch wieder was tun wird. Wen haben wir denn da? Wer auch immer du bist. So, und jetzt versuchen wir mal, uns irgendein Flugzeug vorzunehmen. Ihr seht schon, über uns ist die Schlacht in vollem Gange. Und wenn ihr mal auf die Namen achtet, das sind nicht nur alles echte Gegner, sondern die Teams mischen sich aus computergesteuerten Gegnern und echten Gegnern. Das ist ziemlich praktisch, wenn man nicht so lange auf ein Gefecht warten muss. Will. Das war früher nämlich bei World of Warplanes so. Also, was heißt früher? Noch vor kurzer Zeit. Hat es ewig gedauert, bis man mal mit dem Gefecht anfangen konnte. Einfach weil zu wenig Spieler da waren. Und ich finde, das haben die Entwickler ganz gut gelöst. Mit dem Auffüllen mit NPCs.
Ja. Versuchen wir mal, unseren Rivalen hier zu treffen. Aber nein, sie treffen uns und haben uns in die Zange genommen. So schnell kann es gehen. Wie gesagt, das erste Gefecht lief besser, aber da musste natürlich wieder irgendwas sein. Und er fliegt und fliegt dem Ende entgegen. Die Erde hier hat sich auch ein bisschen verflüssigt anscheinend. Bin durch die Erde hindurch in das Grundwasser geflogen. Und ich bezweifle ehrlich gesagt auch, dass unser schönes Team das hier noch reisen wird. Dieser Geselle hier schießt auch irgendwie nicht. Wahrscheinlich, weil das Flugzeug vor ihm zu weit weg ist, aber es kommt auch nicht näher. Schalten wir mal um. Ja. Stabil auf jeden Fall. Vielleicht läuft es beim Japaner ein bisschen besser. Sieht auch sehr stabil aus, das Flugzeug. Ja, er stirbt noch nicht, aber es tut sich auch nicht wirklich was. Schalten wir mal weiter rum. Der Kollege ist ja immer noch beschäftigt, damit Bodenziele zu zerstören. Und steckt dabei minimalen Schaden von den Flaks am Boden ein. Hier schaut's ein bisschen schlechter aus. Das Ende naht, würde ich sagen. Wird das jetzt eine Art Kamikaze-Angriff oder? Nee, nicht wirklich. Wer war das jetzt? Ah. Ja, wenden wir uns unserem anderen. Wie heißt die Klasse überhaupt? Keine Ahnung. Bomber, was auch immer zu. Zerstörer. Irgendwas Schweres auf jeden Fall. War knapp. Er lebt noch mit 3 Hitpoints. Auch nett. Aber nicht mehr lang. Naja. Also, nach guter Manier endet das erste Gefecht in diesem Let's Play in einer traurigen Niederlage. Die Totengesänge erklingen. Oder auch nicht. Naja, versuchen wir es einfach nochmal. So, wir landen auf El Haluf, einer Karte, die wir schon aus World of Tanks kennen. Allerdings ein bisschen größer und aus der Luft. Und es scheint hier ein bisschen zu hängen gerade. Es lädt irgendwie nicht. Ich würde fast wetten, dass da mal wieder mein PC dran schuld ist. Aber nur fast. Feindkontakt. Dragon HD LP. Und ja, so schaut's aus, wenn man gerade erst, wenn man einfach zu spät ins Gefecht kommt. Aber zumindest können wir gleich loslegen. Schluss,
So, der hat sich lieber versenkt, als von uns gekillt zu werden. Kennen wir ja auch aus World of Tanks. Nur jetzt bin ich mir, nur hierbei bin ich mir gerade nicht sicher, ob das beabsichtigt war oder nicht. Ist mir selbst auch schon öfters passiert. Traurigerweise. Traurig, aber wahr. So, mal schauen, ob wir uns hier diesen AR-65 vornehmen können. Ah, der fliegt mir wieder ein bisschen zu sehr auf uns zu. Ja, ich merk's, dass er beschädigt ist. Ich glaube, jetzt ist nicht nur der Flügel beschädigt. So, vielleicht können wir ihm jetzt mal ein bisschen den Flügel beschädigen im Gegenzug. Ja, aber nur minimal leider. So, wen haben wir denn noch hier oben? Ah, der hat uns fast gerammt. Der ist fast ins Auge gegangen. So, jetzt kriegen wir ihn vielleicht. Jawohl. Wir haben ihn zwar nicht abgeschossen, aber zumindest viel Schaden gemacht. Und der Sieg ist schon so nah. Ist ja erstaunlich, dass ein Gefecht so schnell zu Ende geht. Ist mir jetzt noch nicht so oft passiert in World of War Planes. Ich wollte schon World of Tanks sagen. Und es kommt irgendwie nichts an von meinen Schüssen. Das ist deprimierend. Naja, zumindest ein Kill. Wieder mal. Aber dafür ein Sieg. Das gefällt mir doch schon mal deutlich besser. Aktualisiere mal. Ja, ja. Erst aktualisieren, dann laden, dann was weiß ich. Ja, wir sind wieder mal im Mittelfeld. Und das war's dann auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie immer hoffe ich euch, ich hoffe euch geht's gut, aber das wollte ich nicht sagen. Was auch immer, ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen. Und ich wünsche euch einen schönen Morgen, schönen Mittag, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Grau-Ogre-Man.